Ja, moin moin, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind unterwegs mit dem Wohnmobil zum Gardasee und sind heute gelandet in der Lüneburger Heide, beziehungsweise genauer gesagt in Lüneburg. Und wir haben eine kleine Panne mit dem Wohnmobil, denn wir haben hier am Wohnmobil die Bremsen. Die Bremsen sind runter. Die Bremsbeläge, wahrscheinlich der letzte Kroatienurlaub. Bremsbeläge sind erst 2 Jahre alt, noch gar nicht so viel gefahren, aber die sind letztendlich runter. Und da ging Metall auf Metall. Das fing an. Werkstatt war nicht zu finden in Winsen an der Luhe, auch hier in Lüneburg nicht. Also selbst ist der Mann. Auf geht's, Bremsbeläge wechseln vom Bauhaus. Moin moin, die Fördercamper sind wieder on Tour. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe mir das Rad schon abgenommen. Bremsbeläge sind runter. Ich drücke jetzt hier provisorisch, das geht ja wunderbar, mit einer Schraubzwinge den Kolben zurück. Könnt ihr vielleicht sehen. Oh, das hat nicht ganz gelangt. Muss ich noch ein bisschen nachrichten. So, der wieder ran. Na. Das könnt ihr also wunderbar mit einer Schraubzwinge machen. Solltet ihr auch mal so eine Problematik vor Ort kriegen. Die Bremsscheibe selber ist noch nicht groß beschädigt von Metall auf Metall. Das fing gerade an. Von daher alles gut. Ich lege hier das Ganze zur Seite, kann die Bremsbeläge rausnehmen. Man sieht schon, die sind ordentlich runter. Nach 2 Jahren. Das heißt, da seht ihr den Übeltäter. Metall auf Metall. Das Ganze wird jetzt neu gemacht. Ich gucke mir das Ganze dann auch noch mal in Kiel an, wie die Scheibe aussieht. Jetzt erstmal für den Urlaub fahren wir mit einer Bremsscheibe mit leichten Riefen hinten drinne. Und wenn wir dann in Kiel sind, dann fliegt der ganze Kladderadatsch ab. Dann wird alles komplett neu gemacht und dann ist alles wieder schön. Jetzt geht's zu den Bremsbelägen. Wir hatten das große Glück, ich war beim Wohnmobilhändler zuerst in Winsen-Luhe. Vielen Dank nochmal an die Person dort, die uns da sehr weitergeholfen hat. Ich glaube, es war der Werkstattmeister. Allerdings, die Werkstatt hatte keine Ersatzteile und wir wären sonst Dienstag erst wieder dort in die Werkstatt gekommen. Das ist natürlich schlecht, das hätte uns den Urlaub zerschossen, denn heute haben wir Freitag und sind gerade mal 130 Kilometer von zu Hause weg. Somit habe ich mich dann entschlossen, das selbst einzubauen. Ich kann solche Sachen und dann tue ich das. Und dann haben wir dieses Problem beseitigt und dann geht es nachher weiter. Marlina ist gerade bei Famila und kauft ein bisschen ein, also nutzt sie auch sinnvoll die Zeit. Jetzt aber die Bremsbeläge rein, schnell gemacht. Ja, an dieser Stelle auch ein Gruß an Christian, meinem Kollegen und Kfz-Mechaniker ehemals. Schau mal Christian, hier die neuen Bremsbeläge. Jetzt kommt das Ganze wieder ran. Neue Schrauben mit Sicherungslack haben wir auch. Das ist ja fast wie in der Werkstatt, ne? Ja, erstmal spart das viel Geld, aber das ist der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist eigentlich, dass wir weiterfahren können, denn heute am Freitagnachmittag hätte sich sonst gar nichts mehr getan. Wir haben etliche Werkstätten angerufen und dann mache ich das halt selber. Ist ja, wenn ihr mal guckt, keine Raketentechnik. Das ist ja verhältnismäßig einfache Technik. So, weiter geht's. Es fängt nämlich an zu regnen. Und hier übrigens, diese Böcke habe ich auch gekauft. Hier und hier, damit sichere ich das Ganze ab. Ihr seht, alles gesichert, damit hier nichts passieren kann. Professionelles Arbeiten auf dem Parkplatz. So, das Ganze ist wieder zusammengebaut. Jetzt kommt der Reifen dran und dann haben wir das Ganze hier beendet. Ja, hat super geklappt. Schraubzwinge im Bauhaus gekauft. Bremsbeläge, Gott sei Dank, bei Mattis, die vorrätig waren. Und dann noch die beiden Unterstellböcke für 20 Euro bei Mattis. Somit bin ich in der Lage, das Ganze hier zu reparieren. Man muss natürlich ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Ansonsten ist das alles kein Problem. So, und weil es so schön war, mache ich die andere Seite auch noch. Denn in diesem Bremsbelegesatz ist es natürlich für beide Seiten die Bremsbelege. Und ich habe keine Lust, also hier mit diesen abgefahrenen Dingern dann auf der einen Seite rumzufahren in die Berge der Toskana oder auch am Gardasee. Da geht es bergauf, bergab. Und auf der anderen Seite habe ich neuwertige oder neue Bremsbeläge, so wie diese hier. Von daher hier auch noch mal schnell
Und dann haben wir es und dann verlassen wir Lüneburg und dann geht es weiter Richtung Süden mit neuen Bremsbelägen an der Hinterachse. Gleiche Spielchen wie eben mit dem Bordwerkzeug. Pumpe ich das Ganze hoch. Ich nehme aber nicht das, was beim Bordwerkzeug dabei war, sondern ich nehme die Knarre. Das geht einfacher. Da komme ich schneller voran, wie ihr seht. Das geht viel schneller, den Reifen hochzubocken. Kleines Stückchen anheben, dass er aus den Federn oder aus den Stoßdämpfern kommt. Und dann löse ich die großen Schrauben. Und wenn ich die los habe, dann kann ich das Rad abnehmen. Ja, die Schrauben gehen recht schwer ab, aber wenn man Ideen hat, dann kann man da also auch sich eine Verlängerung basteln. Einfach den Griff abnehmen, dieses lange Teil vom Bordwerkzeug hier raufschieben. Noch besser die Seite, die ist ein bisschen kleiner. Und schon habt ihr einen längeren Hebel, mit dem ihr hier die Schraube lösen könnt. Gute Lösung, finde ich, um hier das Ganze abzubekommen. Ja, der ganze Kram ist natürlich mit Drehmomentschlüssel angezogen. Den habe ich nicht mit dabei. Das würde dann doch ein bisschen den Rahmen sprengen. Muss ich natürlich versuchen, gleichmäßig schön fest anzuziehen, das Ganze. Und dann dürfte das funktionieren. Und irgendwann mal im Urlaub kann ich mir noch mal die Mühe machen, noch mal alle Schrauben nachzuziehen. So nach Gefühl und zu Hause dann mit Drehmoment, damit alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind. Aber das funktioniert auch. So. So, jetzt mache ich erstmal hier wieder ein bisschen höher, dass das Rad dann frei liegt. Andersrum. So. Wir sind mit allem fertig. Beide Seiten haben neue Bremsbeläge. Das Ganze ging recht schnell. Jetzt noch eine Tankstelle, jetzt zum Abend noch mal tanken. Und dann geht's los. Wenn man handwerklich geschickt ist, prima.